Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Auseinandersetzung um die Befugnisse des Bundespräsidenten hat sich Walter Scheel heute selbst geäußert. Anlass war das 25-jährige Bestehen des Bundesverfassungsgerichtes. In seiner Rede machte Scheel deutlich, dass er einerseits zwar die Möglichkeiten seines Amtes voll ausschöpfen möchte, andererseits aber eine Erweiterung seiner Befugnisse ausschließt. Ich werde mein Amt als Bundespräsident so führen, dass von mir kein Jota unseres Grundgesetzes verletzt wird. Und ich bin überzeugt, dass auch jedes andere Verfassungsorgan eine solche Einstellung gegenüber unserer Verfassung hat. Jedes Verfassungsorgan hat, das muss man auch bedenken, die Pflicht, die ihm zustehenden Kompetenzen voll auszuschöpfen. Das ist gut so, denn nur dann kommen die Möglichkeiten jedes Verfassungsamtes auch zu ihrer vollen Entfaltung, wodurch das Ganze gewinnt. Ausdrücklich beanspruchte Scheel in seiner Grundsatzrede für den Bundespräsidenten das Recht und die Pflicht, den Gesamtstaat in allen Punkten nach innen und außen zu repräsentieren. Wie ein Leitfaden zog sich durch die Rede des Bundespräsidenten auch sein Appell an die anderen Verfassungsorgane, im Streitfall den Kompromiss zu suchen. In deutlicher Anspielung auf die gegensätzlichen Mehrheitsverhältnisse in Bundestag und Bundesrat forderte Scheel dazu auf, im Konfliktfall zunächst miteinander zu sprechen. Der Ruf nach dem Bundesverfassungsgericht sollte die seltene Ausnahme bleiben. Die Demokratie, so sagte Scheel wörtlich, lebt vom richtig verstandenen Kompromiss. In diesem Zusammenhang sprach der Bundespräsident dem Bundesverfassungsgericht jegliche Zuständigkeit für politische Gestaltung ab. Den politischen Aspekt griff auch der Präsident des höchsten deutschen Gerichts, Bender, bei der Jubiläumsfeier in Karlsruhe auf. Das Bundesverfassungsgericht kann und wird die politische Auseinandersetzung, die den Verfassungsstreit hervorruft, nicht durch eigene Erwägungen politischer Art fortsetzen. Es hat sich auf die Beantwortung der Frage zu beschränken, ob und in welcher Weise die Verfassung selbst zu der Streitfrage Stellung nimmt. Aber ganz unvermeidbar kann eine solche verfassungsrechtlich gebotene Antwort des Gerichtes zugleich auch bedeutende politische Wirkung hervorrufen. Dabei sollte schließlich auch derjenige, der über den Ausgang des Verfahrens enttäuscht ist, den friedenstiftenden und integrierenden Wert einer abschließenden Entscheidung anerkennen, die in der Regel einen hohen Eigenwert darstellt und jedenfalls einer endlosen Fortsetzung des Streits vorzuziehen ist. Für gute 2 Stunden war das Karlsruher Staatstheater fast zu einem Pantheon der Gerechtigkeit geworden. Recht und Politik, diese siamesischen Zwillinge staatlichen Handelns, waren durch hohe Repräsentanten unter einem Dach vertreten. Ein Rendezvous der Verfassungsorgane aus Bund und Ländern mit etwa 1000 Ehrengästen aus allen gesellschaftlichen Gruppen, die mit besonderer Spannung auch die Rede des Bundespräsidenten erwarteten, nicht als eine akademische Festouvertüre, sondern als politische Grenzmarkierung. Politik und Recht auszuwiegen, Macht durch Recht zu bändigen und zu kontrollieren, das ist die Aufgabe, die unser Grundgesetz dem Verfassungsgericht zuweist. Das ist zugleich ein uraltes Problem der Politik, wie der Kölner Historiker Theodor Schieder in seinem Rückblick auf 500 Jahre deutscher Geschichte gezeigt hat. Das Bundesverfassungsgericht ist der Hüter der Verfassung. Es hat aus dem Grundgesetz in den vergangenen 25 Jahren in mehr als 40 Entscheidungsbänden eine Wertordnung herausgelesen, die für alle staatlichen Instanzen, für Verwaltungsbehörden und für die Gerichte bindend ist. Das Karlsruher Gericht muss über verfassungsrechtliche, also politische Fragen urteilen. Sein Präsident Ernst Bender hat daran erinnert. Es darf aber, das war gleichsam der Grundakkord aller Vorträge, mit seinen Urteilen nicht selbst Politik betreiben, auch wenn dieses Gericht, wie einmal gesagt wurde, zu allen Zeiten die Waffe der jeweiligen politischen Opposition war, auch wenn ein Mitglied des Gerichtes selbst einmal festgestellt hat, dass politische Kontroversen häufig im Gewand verfassungsrechtlicher Streitigkeiten ausgetragen werden. Ein Gericht, das die Macht über die Macht hat, wandelt auf schmalem Grat, das weiß es selbst. Einerseits zeigen die insgesamt mehr als 60.000 Eingaben, von denen heute gesprochen wurde, darunter mehr als 33.000 Verfassungsbeschwerden, wie sich dieses Gericht im Bewusstsein der Bürger in den 25 Jahren verankert hat. Auch als eine Art von Petitionsinstanz, als eine Art von Pummerkasten der Nation.
Andererseits muss das Gericht aber, das den Gesetzgeber in seine Schranken weisen darf, stets um seine eigene Unschuld kämpfen. Es muss sich hüten, selbst in die Rolle des Gesetzgebers zu geraten, was aus den eigenen Reihen des Gerichtes in abweichenden Meinungen schon einmal beklagt wurde. Zu seiner Ausweisung aus der DDR hat heute der Sänger und Liedermacher Wolf Biermann zum ersten Mal selbst Stellung genommen. In einem Interview des Spiegel meinte Biermann, der sich zurzeit in der Nähe von Köln aufhält, der Ostberliner Beschluss lasse auf eine enorme Schwäche der SED-Führung schließen. Seine Ausweisung sei als, so wörtlich, Angstreaktion der SED angesichts einer bemerkenswerten und erfreulichen Veränderung in der DDR der letzten Jahre zu werten. Als Grund bezeichnete der Künstler die Entwicklung der kommunistischen Parteien in West- und Südeuropa auf mehr sozialistische Demokratie hin, was auf die Menschen in der DDR eine tiefe Wirkung habe. Zum Schicksal seiner Freunde in der DDR sagte Biermann, sie könnten jetzt ziemlich hilflos der Rache einiger Herrschaften ausgeliefert sein. Unterdessen weitet sich die internationale Protestwelle gegen die Ostberliner Entscheidung aus. Zahlreiche Intellektuelle, unter ihnen Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Walter Jens, Ernst Bloch, Martin Walser und Peter Weiß, veröffentlichten Erklärungen oder schickten Telegramme an die SED-Führung. Schon gestern war aus der DDR eine Protestaktion von 13 dort lebenden Künstlern bekannt geworden, mit der die Ostberliner Behörden aufgefordert wurden, Biermanns Ausweisung rückgängig zu machen. Noch ist nicht klar, wie die DDR im Fall Biermann weiter verfahren wird. Fest steht nur, dass die Führung dieses Staates an der Resolution von 13 Schriftstellern und Künstlern nicht vorübergehen kann. Einer der Unterzeichner dieser Resolution, der Schriftsteller Stefan Heim, begründet heute, warum er eine für morgen vorgesehene Dichterlesung in West-Berlin abgesagt hat. Solange die Frage nicht geklärt ist, ob die Wiedereinreisevisa der Deutschen Demokratischen Republik auch für Schriftsteller und Dichter Gültigkeit haben, so lange ziehe ich es natürlich vor, innerhalb der Grenzen unseres Landes zu bleiben. Nach der gestrigen Resolution der Schriftsteller, Herr Heim, würden Sie uns sagen, wie Sie den Fall heute beurteilen? Ich habe kein direktes oder indirektes Echo bisher gehört. Ich habe der Erklärung auch nichts hinzuzufügen. Ich würde nur gerne noch einmal unterstreichen, die dringende Bitte, die wir gerichtet haben an unsere Regierung, die Sache noch einmal zu überdenken. Natürlich hat Herr Biermann auch Fehler gemacht. Er macht keine. Sogar Regierungen machen manchmal Fehler. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Mensch in unserer Republik eine Zurücknahme der Ausbürgerung Biermanns als ein Zeichen der Schwäche seitens der Regierung auslegen würde. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man würde das verstehen als ein Zeichen einer großen inneren Kraft und von menschlicher Weisheit und von Güte, was schließlich alles Dinge sind, die wir in dieser harten Zeit sehr notwendig brauchen. Der umstrittene Bau von Kernkraftwerken wird noch einmal das Bundeskabinett und möglicherweise auch die Bundestagsausschüsse beschäftigen. Sowohl die CDU-CSU-Opposition in Bonn wie auch die SPD-Bundestagsfraktion haben heute Energiesondersitzungen des Forschungs-, des Wirtschafts- und des Innenausschusses gefordert. Der forschungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Lenzer warf in diesem Zusammenhang einigen Bundesministern vor, sich in unverantwortlicher Weise im Fall des Kraftwerkes Brokdorf aus der Verantwortung zu ziehen. Diese Behauptung wies Regierungssprecher Grünewald zurück. Die baden-württembergische Landesregierung lehnte heute die Forderung der Bürgerinitiative ab, eine neue öffentliche Anhörung mit neuen Gutachten über das geplante Kernkraftwerk Wiehl einzusetzen. Der bayerische Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen Streibel hat heute die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns von Bund und Ländern bei der weiteren Standortplanung von Atomkraftwerken unterstrichen. Vor dem 4. Umweltforum in München sagte Streibel, in dieser Frage dürfe der Schwarze Peter nicht zwischen Bund und Ländern hin und her geschoben werden. Nur knapp 4 Stunden waren für die Debatten der 80 Delegierten des Umweltforums 76 und ihrer Sachverständigen über Probleme der Standortplanung, des Umweltschutzes und der Landesentwicklung vorgesehen. Im Mittelpunkt dieser Tagung, an der verschiedene Gruppen von den Gewerkschaften und Naturschützern über die Arbeitgeber bis zu den Parlamentariern teilnahmen, stand die Diskussion über die Errichtung neuer Kernkraftwerke.
Mindestens 20 solche Anlagen sollen nach den geltenden Energieprogrammen in den nächsten Jahrzehnten in der Bundesrepublik noch gebaut werden, um die Energieversorgung zu sichern. Dieses Werk hier an der Isar wird im kommenden Jahr fertiggestellt und schon bestehen Pläne für weitere Kraftwerksblöcke am gleichen Standort. Seit Jahren schon wird dagegen protestiert wegen angeblicher Strahlen- und Klimagefahren und wegen des hohen Wasserbedarfs für die Kühlung der Reaktoren. Aber nicht nur Atomkraftwerke machen den Landesplanern zu schaffen, auch die Ansiedlung privater Industriebetriebe. Unglücksfälle in den vergangenen Monaten haben viele Bürger verschreckt oder zum Protest getrieben, in einigen Fällen sogar erfolgreich, wie hier in einer oberbayerischen Stadt. Ursache für den Protest ist aber auch, wie viele Teilnehmer beim Umweltforum bemängelten, nur halbherzige Information über Industrieprojekte und ihre mehr oder minder großen Gefahren. Problempunkte der Planungs- und Umweltpolitik sind aber nicht nur Industrialisierung und Energieversorgung durch neue Großanlagen, sondern auch die Verkehrserschließung. Praktisches Beispiel: der geplante Großflughafen für München als Ersatz für einen viel zu kleinen und zu stadtnahen Flugplatz. Ein Projekt, das seit Planungsbeginn von Protesten und Prozessen begleitet wird, und die negativen Folgen für die Umwelt können nicht wegdiskutiert werden. Die ersten Lockheed-Akten sind heute aus Washington in Bonn eingetroffen. Es handelt sich um ein Aktenwerk von etwa 30.000 Seiten. Inzwischen hat eine unabhängige Bonner Arbeitsgruppe mit der Auswertung der Dokumente begonnen. Es soll geprüft werden, ob der Flugzeugkonzern Lockheed im Zusammenhang mit der Beschaffung des Starfighters für die Bundeswehr Schmiergelder an die Parteien in der Bundesrepublik gezahlt hat. Die Militärregierung in Chile hat 134 politische Gefangene freigelassen. Weitere 150 sollen noch heute auf freien Fuß gesetzt werden. Mit Jubel wurden die politischen Häftlinge von ihren Angehörigen begrüßt. Sie waren alle aktive Mitglieder der Volksfrontparteien. Reporterfrage: Was waren Sie? Sozialist. Und Sie? Kommunist. Und Sie? Sympathisant des MIR. Was waren Sie? Ich war auch Mitglied der KP. Wie fühlen Sie sich jetzt? Gut, sehr gut. Sind Sie während Ihrer Haft irgendwie gefoltert worden? Nein, ich persönlich nicht. In Indonesien gibt es nach Schätzungen von Amnesty International gegenwärtig rund 100.000 politische Gefangene. Ein Sprecher der Gefangenenhilfsorganisation sagte heute in Hamburg, der größte Teil dieser Häftlinge lebe seit mehr als 10 Jahren in Gefängnissen und Straflagern, ohne jemals verurteilt worden zu sein. Damit sei Indonesien das Land mit den meisten politischen Gefangenen in der Welt. Politischer Sprengstoff steckt in der Wahl der Miss Welt, die heute Abend in der Albert Hall in London über die Bühne gehen soll. Für Südafrika starten 2 junge Damen, die eine weiße und die andere schwarze Miss Südafrika. Aus Protest gegen die Rassenpolitik Südafrikas haben bis zur Stunde 14 der 74 gemeldeten Schönheiten ihre Teilnahme abgesagt. So zum Beispiel Miss Malaysia, Miss Mauritius, Miss Swaziland und die Miss des Inselstaates Seychellen. Die Westdeutsche Rektorenkonferenz WRK will dem schwunghaften Handeln mit Studienplätzen einen Riegel vorschieben. WRK-Präsident Knopp kündigte in Bonn an, die Hochschulen würden jetzt versuchen, das Schwarzmarktgeschäft mit den begehrten Studienplätzen durch interne Nachrücklisten und Losverfahren zu stoppen. Nach Feststellungen der Universitäten gibt es Studenten mit überdurchschnittlichen Abiturnoten, die nur zum Schein ein Fach mit knappen Studienplätzen belegen, sich nach einem Semester wieder abmelden und dann den frei gewordenen Platz verkaufen. Für einen Platz sollen bis zu 40.000 Mark gezahlt worden sein. Kritik an der Fahndung nach den Entführern des Springreiters Hendrik Snook hat heute der Frankfurter Rechtsanwalt Geis geübt. Er verurteilte vor allem die Festnahme von 8 Bürgern aus Siegen, die inzwischen alle wieder freigelassen worden sind. Der Anwalt prüft jetzt im Auftrag seiner Mandanten, ob das Land Nordrhein-Westfalen für den durch die Festnahmen entstandenen Schaden haftbar gemacht werden kann. Geis warf der Staatsanwaltschaft vor, unbescholtene Bürger an den Pranger gestellt zu haben. Sie seien aufgrund der falschen Anschuldigungen eines Siegener Autoverleihers festgenommen worden, der einem Konkurrenten die Snook-Entführung anhängen wollte. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 19. November. Das Hoch mit Zentrum über der Nordsee verstärkt sich noch etwas, ändert aber seine Lage kaum. An seiner Südostseite fließt allmählich kühlere Luft nach Deutschland. Die Vorhersage für morgen. In der Frühe vereinzelt Reifglätte.
sonst nach gebietsweise zögernder Nebel- und Hochnebelauflösung veränderliche, stellenweise auflockernde Bewölkung. Im Wesentlichen trocken. Tiefstemperaturen 5 bis 0, bei länger aufreißender Bewölkung bis minus 2 Grad. Höchsttemperaturen, je nach Bewölkungsverhältnissen, 3 bis 8 Grad. Schwach windig.